Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Island. Ich glaube, wir werden Skifahren. Wenn ich nicht wieder die falsche Taste drücke. Wie im letzten Part schon. Jetzt gehen wir bei Skifahren. Der Berg ruft. Der hat mich nun so ein Technolied. Also Skifahren sind wir noch nicht, aber es gibt eindeutig eine Skifahrstelle in Yoshi's Island. Hey cool, wir können einen Schneeball machen. Den nehmen wir mal mit zum Anfang. Aha. Eine versteckte Wolke, aber ich habe jetzt gerade keine Eier. Habe ich noch genug Ei voll? Ich habe noch zwei von ihnen. Das ist mir jetzt ein bisschen zur Verschwendung. Guck, ob ich nicht lieber irgendwo einen Gegner finde, der mir ein Ei verschafft. Na, der ist genauso gut. Den kann ich auf die Wolke spucken. Ich muss den Schneeball nochmal schieben. So. Zurück mit ihm. Vorsichtig. Und jetzt die Wolke mit dem Pingu treffen. Ein One-Up in einer Blase. Ich nehme den mal mit. Mal gucken, wie groß wir ihn bekommen. Wir kriegen den größten Schneeball der Nation zusammen. Im letzten Winter, der Winter 2012. Der war ja auch verdammt kalt gewesen. Es gab viel, viel Schnee. Sieht aus, als ob wir den auch mitnehmen sollen, den Schneeball. Hilft uns. Ja, es ist wirklich verdammt viel Schnee. Der hätte mal auch den riesengroßen Schneeball machen können. Ich habe allerdings mehr Zeit damit verbracht, mein Auto von Schnee zu befreien. Das war echt hart, wie ich da gefroren im Winter. Ach, ich habe schon gedacht, ich falle in eine Lücke. Ich wollte ganz vorsichtig zum Sternenkreis. Gehen wir hier lang. Eine Blume, die erste. Das war irgendwie zu leicht. Naja, es muss auch leichte Blumen geben. Ein Skilift. Wer hat man die denn treffen sollen? Tja, den kann ich jetzt nicht errichten. Das ist... Oh, ich fall zurück. Auf der Blume. Oh Gott, da blieb da mal die Wolke. Scheiße. Oh, ich brauch Mario. Nein, ich falle. Das kann man nur mit einem Wort bezeichnen. Fail. Gut, dass wir gerade den Sternenkreis berührt haben. So, erste Blume. Hoppla, da ist ja noch was. Ah, damit wird es wohl ein bisschen leichter, hier lang zu gehen. Das war dämlich. Ich bleib doch lieber auf dem Skilift, glaube ich. Das ist jetzt ein Mega-Fail. So. Und wieder die erste Blume sammeln. Den Pingu nehme ich mal mit. Weiß man nie, wozu man sowas gebrauchen kann. Verdammt! Verdammte Lucky Du! Hey, seine Wolke ist da. Hm, ich glaube, ich fliege mit ihr. Ja, das war knapp. So. Oh nein, sie verschwindet. So. Jetzt warte ich wieder auf den Skilift. Eben ist irgendein Shy Guy verschwunden. Skilift? Bleibt er denn? Bleibt mir nicht, dass du jetzt nicht mehr auftauchst. Ach, zum Glück, da kommt er. Springen und zurück. Blöder Pingu hier. Ich sammle jetzt erstmal Eier. So. Eigentlich wollte ich ja die Gegner öfters mal nach Pokémon benennen und das war eindeutig Blindfahr. Komm her, Lucky Du. Hör auf, mich zu zielen. Lucky Du nervt. Ich wollte eigentlich einen anderen Skilift. Der braucht ja Ewigkeiten. Warum bist du denn da? Wartet mal echt zu lange auf den Skilift. Ich bin noch nie Skifahren gewesen. Ich habe das Gefühl, ich würde mich verletzen. Ich schussel. Da muss ich wohl eine Runde fahren. Vielleicht kommt ja der andere uns entgegen, dann können wir gerade wechseln. Bingo. Und hopp. Was es hier wohl noch so alles gibt. Ich will das Skifahrer-Level haben. Na toll. Und schon wieder. Jetzt müssen wir wieder warten. Das könnte dauern. Nee. Genau an derselben Stelle. Also es gibt auf jeden Fall noch ein Skifahrer-Level. Was mir einfällt, es gibt wirklich zahlreiche Hacks zu dem Spiegel Super Mario World, aber gibt es auch Hacks zu Yoshi's Island? Vielleicht kennt ja jemand einen Hack zu Yoshi's Island. Kannst mir dann ja in die Kommentare schreiben, ob es einen gibt und wie der so ist. So, dann werden wir wohl wieder die Skilifte wechseln. Ich glaube, ich bleibe hier noch länger.
Oh nein. Oh, verdammt, die Stelle ist gar nicht so leicht. Ich werde doch länger an den Skiliften hängen, sage ich doch. Vielleicht sollte ich doch einfach den Schalter machen und schnell durchrennen. Aber ich hätte gerne die Punkte. Wenn der ganz blöde Lakito nicht die ganze Zeit kommen wird, wäre es ja nicht so kompliziert. Doch, das gibt's doch nicht. Ich habe doch eben nach seiner Wolke gegriffen. So. Die wird jetzt gefuttert. Als Racheakt. Okay, ein Gegner hilft nicht, um uns zu erledigen. Wen habe ich jetzt berührt? So. Ach, man kommt ja immerhin mit einem Flatterflug lang, wie es scheint. Das ist schon mal gut zu wissen. Allerdings hier glaube ich nicht. Das ist ein bisschen zu weit. Deswegen warte ich jetzt lieber, bis der Skilift wieder zurückkommt. Das mache ich auf. Oh, verdammt, Sternpunkte. Die erreiche ich nicht mehr. Skilift kommt zurück. Zumindest einer von euch muss mal ankommen. Das ist der da. Halt, wenn Kito das nächste Mal von unten kommt, kann ich mir einfach seine Wolke schnappen. Hoffentlich kommt er von unten. Ich fahre einfach eine Runde. Ist nichts anderes übrig. Ach, das gibt's doch. Wieso bin ich jetzt runtergefallen? Kito geht mir gerade echt auf die Nerven. Wir müssen doch jetzt mal an der Stelle dem Skilift vorbeikommen. So. Hier kommt ja gleich Lakito. Diesmal machen wir es mal leichter. Wir nehmen seine Wolke. So. Die wird wahrscheinlich gleich verschwinden, die Wolke. Aha. Aber man sieht, hier werden wir dann lang gegangen. So. Ich werde jetzt mal Easy Mode aktivieren. Och, Lakito, muss das jetzt sein? So. Und ja. Jetzt muss ich wieder warten. Irgendwie klingt die Musik gerade ein bisschen merkwürdig, finde ich. Wo bleibt denn der Skilift? Wenn das Lakito das nächste Mal von unten kommt, kann ich mir die Wolke besorgen. Warten wir auf Lakito oder auf den Skilift. Die ganze Welt besteht aus Warten. So klappt's nicht. So kann ich mit Lakito nicht. So wird er mich treffen, sage ich doch. Wie kommt der Skilift nicht? Könnte allerdings. Zumindest schaffe ich es von hier aus mit dem Flatterflug. Dann kann ich mir den Skilift ja mal schnappen. Es sind bestimmt rote Münzen da unten. Oh. So. Und was in der Wolke ist, wäre auch noch ganz gut zu wissen, wie der Sternpunkte. Sind ja jetzt nicht so wichtig. So. Wenn ich hier jetzt einen Flatterflug mache, ich glaube nicht, dass ich das schaffe, aber immerhin haben wir den Skilift. Bestimmt kommt hier gleich wieder ein Lakito gerannt. Ja, geflogen. Ein anderer Skilift. Eben hat er plötzlich aufgehört, auf uns zu zielen. Was war das Problem? Ein Skiliftwechsel. Oh, so ein Glück. Oh, schönen Sternkreis. Das war jetzt, ne? Ganz schönes Stück Arbeit. Wie sieht's denn mit Punkten aus? Was, das ist alles? Es gibt eine Röhre. Und hier geht's lang. Sieht irgendwie voll nach Skifahren aus, aber ich habe keine Skier. Nee, auf jeden Fall käme ich dann wohl. Der Ruhe wäre ich wohl rausgekommen. Auf jeden Fall fährt hier jemand Ski. Nämlich der da. Ich will versuchen, auf ihn zu springen. Oh, cool, er wird jetzt Sternpunkten. So vielen Sternpunkten. Und da unten ist auf jeden Fall eine Blume. Hier gibt es ja jede Menge Punkte auf einmal. Ach, ich finde diese Welt klasse. Die will ich auch noch haben. Oh nein! Oh verdammt, wieso habe ich den Flatterflug nicht hinbekommen? Ich will hier all meine Leben. Als ob das so schlimm wäre.
Wir haben ja nur fast 200 Stück. Erbärmlich wie wenig, das ist was. Da oben war eine Wolke. Da hat dieser Tod ja sogar was gebracht. Und? Ja. Aha, hier geht's lang. Ah, dann komme ich dann bestimmt aus der Röhre am Anfang raus, wenn ich hier drin war. Ganz viele eingefrorene Shy Guys, haben die gerade irgendwas gebildet? Einen Buchstaben? Ich hab's nicht so schnell sehen können. Moment, wenn sie nichts hier unten. Aha, Super Baby Mario. Ja, und was machen wir? Na, ich will diesen Block da berühren. Schnell den nächsten. Also irgendwie Super Baby Mario auf dem Eis super lahm. So, nächster Stern. Vielleicht müssen wir auch hier hochlaufen, die Wände. Nee. Eindeutig der Block. Sonst hätten wir hier nicht 4 Sterne zum Sammeln. Ja, ist vielleicht wieder eine Blume drauf oder so, aber ich glaube, ich war zu lahm. Schaffen wir es noch? Schaffen wir es noch? Schade. Irgendwas haben wir Sternpunkte gekriegt durch die ganze Aktion. Wüsste ich's doch. So, hier waren rote Münzen. Und den da lassen wir gleich platzen. Ich will auch Skifahren. Ich bin mir nicht sicher, dass es noch ein Skifahrer-Level gibt. So, hier oben halt. Letztes Mal war da oben eine Wolke. Diesmal nicht. Nicht mal zweimal denselben Trick. So einfach macht das Spiel es uns nicht. So. Es war doch klar, dass das 2 rote Münzen sind. Komme ich denn am besten auf den drauf? Ich glaube durch den Skilift. Und nach oben. Und nochmal nach oben. Oh, schon wieder ein Sternkreis. Das Level ist echt gnädig mit Checkpoints. Das muss man eben lassen, das ist wirklich nett. Hier ist noch jede Menge Schneemänner, aber was macht ihr hier? Ah, jetzt fahrt ihr selbst auf dem Skilift. Ihr dürft ihr auf dem Skilift fahren, ich nicht. So, 6 Leben haben wir. Ich weiche ihn einfach aus. Klar, dass da rote Witze dabei sind und shit, gefallen, sind keine Skilüfte mehr hier. Wenn ich schaffen würde, auf dem Pinguin zu bleiben, aber ich glaube, wir fallen. Ja, wir fallen. Wenigstens gab es einen Checkpoint. Das extra Leben ist gleich wieder weg. Jo, bleibt in der Skilift. Da. So, dann wollen wir mal. Wie sieht's nochmal mit Punkten aus? Fehlen noch 4 Münzen, nur wie 2 Blumen. Da es so gut aussieht mit Punkten, würde ich ja eigentlich gern versuchen, alle roten Münzen zu sammeln. Ich kann auch versuchen, auf die Schneemänner zu springen. Und statt an ihnen vorbei. Bin mir halt gerade nicht so sicher. Nee, das passiert nichts Schlimmes. So. Top. Vorsichtig. Ah, hier müssen wir uns ducken. Oh nein, der Schiede fährt ohne mich weg. So. Haben wir auch eine nächste Blume. Den müssen wir jetzt ausweichen oder sie futtern. Oder beides. Das ist die letzte Blume, aber es fehlen immer noch rote Münzen. Nämlich 2 an der Zahl. Ich hoffe, die sind hier noch irgendwo, ansonsten habe ich sie übersehen. Mich nicht wundern, wenn da Sternpunkte drin sind. Jawohl. Das da? Keine? Auch keine? Ebenfalls nicht. Ah, das war knapp. Das war eine. Ich möchte nicht wundern, wenn die letzte jetzt hier ist. Leider nicht. So, wir warten auf den. Viele. Bingo. So, damit haben wir alles. Wir müssen jetzt nichts mehr sammeln. Oh nein! Ich hätte es nicht erwartet, dass der uns trifft. So, wir wissen, wo die 100 Punkte sind. Die sammeln wir jetzt noch. Ich mache den Part jetzt einfach ein bisschen länger. Und spiele das Level noch durch. Es sei denn, ich sterbe noch einmal. Dann beende ich den Part. Und wir machen es dann im nächsten Part fertig. Das schaffen wir ja. Wäre doch gelacht. Nur weil ich mich von einem blöden Pingo hab treffen lassen. Oder war es Plinscher? Nennt mich an den Pokémon-Anime gerade. Auf ProSieben Max läuft der im Moment. Und da läuft gerade viel die 4. Staffel. Und da ist es auch die ganze Zeit, dass ich mal blind war. Und es kann schon beinahe ein bisschen nerven. Aber es ist auch ganz schön niedlich.
So, Skilift, komm her. Da kommen jetzt gleich die Pingus wieder. Ich meine, die Blinkfahrs. Pingu, Blinkfahr, was gefällt euch besser? Ich muss mal wieder was trinken, mein Hals wird trocken. Aber ja, habe ich gerade keine Zeit. So. Das war eine rote. Nee, das nicht. Hier war aber irgendwo eine rote dabei. Das ist punktgenaues Springen hier. Hier war die rote. Hab ich jetzt Angst bekommen? Nein, nicht, verdammt. Okay, gut. Dann machen wir das Level halt im nächsten Part fertig. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet. Oder gebt mir ein Like oder auch ein Dislike, falls ihr es nicht toll fandet. Aber dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr fragt, wenn ihr schreibt, wieso. Also bis zum nächsten Mal.